Und weiter geht's bei Theme Park World. Theme Park World. Wir haben letztes Mal so ein bisschen versucht, uns wieder einen Überblick zu schaffen und wollten dann noch so ein paar Attraktionen ausbauen. Und das, denke ich, werden wir jetzt hier dann auch machen, damit wir noch auch die letzten Modernisierungen alle haben und dann hoffentlich irgendwie unseren goldenen Schlüssel da verdienen. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung, wie das passiert, dass man goldene Schlüssel bekommt. Wir werden es hoffentlich herausfinden. Und gut, dass ich mir einen Überblick gemacht habe, wo was auszubauen ist, denn ich habe es mal voll vergessen, wo das war. Ich denke mal hier noch nicht, das haben wir ja gerade erst gebaut, naja. Hier oben läuft die Verbesserung, da auch und da haben wir nichts. Ja, mal schauen. Hier sind wieder Nachrichten für uns. Meine Eintrittspreise sind zu billig, ja. Ich würde jetzt am liebsten... Nun ja. Sonnengott, eine neue Verbesserung wurde erforscht. Das ist doch der Onkel hier. Tada, 1000. Na gut, machen wir das mal. Die muss gut sein. Sonst drehe ich hier bald durch. So, hier haben wir Verbesserung Stufe 3 auch zuletzt gebaut. Und zack, sind 4 Leute schon drin gewesen. Ist das nicht sensationell? Parkplatz regelrecht auseinander. Ja. Ne, also über Besucher kann ich mich echt nicht beschweren. Die zwei Schlüssel. Ach, vielleicht brauche ich auch nur 2, um den nächsten Park freizuschalten, oder? Kriegt man eigentlich eine Nachricht, wenn man alles erforscht hat? Ich denke mal, das ist, wenn das hier oben ist, ne? Dann hat man vermutlich alles. Hier, komm. Ihr werdet... Ach, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Ja, hier alles erforscht. Alles erforscht. Und hier haben wir noch ein bisschen was zu entdecken, und zwar beim Planscher. Und hier haben wir was zu entdecken, dass wir noch Statuen aufbauen können. Das braucht man eigentlich nicht. Also an sich haben wir alles erforscht. Ich würde fast sagen... Schade eigentlich, den Kollegen hier hätte ich gerne mal zusammenbrechen sehen, wie das dann aussieht. Ich würde fast sagen, dass wir... was kann ich denn hier eigentlich machen? Also hier laden die ihre Energie wieder auf. Das heißt also, okay, also Personalräume, da gehen die hin, wenn die Energie brauchen. Dann sollte ich aber auch häufiger Personalräume bauen, dass man wenigstens an, in jeder Himmelsrichtung mal einen hat. Das sollte ich mir für den nächsten Park dann sicherlich merken. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir geben uns noch einmal todesmutig in unseren Park. Und schauen uns die angsterfüllten Gesichter der Besucher an. Und werden natürlich auch sogleich wieder hier die Drogendealer kontrollieren. Macht doch mal Platz hier. Ist ja voll, ist das hier der Park. Meine Güte, meine Güte. Ja. Es ist, ja, es ist schön hier. So, was könnten wir denn mal fahren? Wir könnten doch mal mit dieser langweiligen Attraktion hier fahren. Okay. Das ging schneller, als ich das wollte. Und, ach ja, ein schöner Ausblick. Geht das auch mal ab? Oh. Ah, ist das schnell. Schöne weite Welt. Man sieht, die Erdkugel ist deutlich zu erkennen hier. So, ist das schnell. Ach du, ahnst es nicht. Langweilig. Aber gut, Hauptsache, die Leute lassen ihr Geld hier und... Langweilig. Da kommt schon das nächste Schiff und ja, die Weitsicht ist phänomenal in diesem Spiel. Meine Güte. Ja, zum Glück bin ich wieder angekommen und kann hier raus. Was hätte man noch gebaut, was wir uns mal anschauen können? Den Inka-Fall, wenn ich den jetzt finde, den würde ich ja doch gern mal... Also die Steuerung ist phänomenal. Die ist besser als in jedem 3D-Shooter.
Was ist das denn hier? Kann ich da mal rein? Nee. Da ist gerade keiner. Dann warte ich wieder ewig, bis man da reinkommt. Hier ist doch was. Was ist denn... Ich möchte... Kann ich... Ach nee, da sind Bäume. Da kann ich nicht durch. Ist klar. So. Hier ist zu viel 3D-Leiste. Und... Kann ich hier rein? Ne, hier ist nur der Ausgang. Wo komme ich denn hier in meine Attraktion? Meine Güte, komm, hier, das ist der Inka-Fall. Aber der Inka-Fall ist gerade zusammengebrochen. Ich habe wieder ein Glück. Ne? Geht man mal in einen Park rein, ist alles kaputt. Wer kennt das nicht? Oh, da funktioniert es wieder. Ich bin der Erste. Oder das Letzte, je nachdem. Ich schaff's. Jawohl. So. Und jetzt? Ui. Oh. Aha. Das ist die Attraktion schlechthin. Ich kann voll nachvollziehen, wie die Leute darauf abfahren und ich muss hier weg. So, was haben wir noch? Das haben wir auch noch nicht ausprobiert, ne? Mit dem verrückten Jabba the Hutt. Ja, doch, das hat was von Jabba the Hutt. Wer Star Wars kennt, wird wissen, was ich meine. Die Toiletten, habe ich mittlerweile Klos drin? Nein. Wird immer noch fleißig in die Ecke gepinkelt. Was ist das hier? Was ist das denn hier? Was war denn das für ein Laden? Ah, Kostümladen? Nee. Geschenkladen? Was ist das für ein Laden? Sei es drum. Die Achterbahn, die kennen wir auch schon. Die Kartbahn sind wir auch schon. Oh. Ja, nee. Passt. Also. Ne? Jetzt mal so ein Wagen über den Schädel. Stellen wir uns hier mal hin. Dann kommt der nächste Wagen. Ich möchte nicht mehr leben. Von wo kommen die? Von hier kommen die. Ich möchte nicht mehr leben. Es war so schön mit euch und das schafft natürlich die Performance nicht. Verdammt! Es hätte so schön werden können. Ja, also so ein paar Fehler hat dieses Spiel. Aber... Man sieht sie kaum. Oh, hier wird gekotzt. Wer kotzt hier? Du hast gekotzt. Das Moppelchen hat gekotzt. Und statt zu putzen, läufst du drüber. Die Kit. Ah. Das magische Putzwerkzeug. Ich höre überall die Kassen klingeln. Das ist super. Ja, ich glaube... Habt ihr die panischen Augen hier gesehen? Sehr schön. Oh, und einer der chlorreichen heiligen Holzstämme. Einfach schön. Ich würde sagen, wir beenden hier aber unsere Tour durch den Park. Schauen wir, ob unsere Forscher fleißig waren. Und wenn nicht, werden sie alle entlassen. Ja? Und wir machen einen neuen Park auf. So, haben wir denn da was? Da haben wir nichts. Ach nee, wir konnten ja eh nur noch Verbesserungen erforschen. Da können wir nochmal kurz schauen, ob wir irgendwas haben. Die sind alle gebaut. Hier? Ach, die wunderschönen Lautsprecher hier sorgen für eine absolut idyllische Stimmung. Die zirpenden Grillen und die quakenden Frösche. Das ist einfach... Also wer dringend Kopfschmerzen braucht, kann sich hier ein wenig aufhalten. Ja, ich würde dann einfach sagen, wir stürzen uns in den nächsten Park. Wir speichern hier mal das Spiel. Ich weiß überhaupt nicht, wie man einen neuen Park startet. Wir speichern das hier mal. Let's play. Und dann... Park ausstellen. Was
ist den Park ausstellen. Hier, wir probieren jetzt einfach mal was aus. Ja, jetzt hatte ich gerade wieder 0 FPS. Sehr gut. Man muss das. Park ausstellen. Dadurch gelangst du in die Lobby und musst dich bei TPW ein... Oh ne, das geht eh nicht. Online ist da ja nichts mehr. Nach so ein paar Jahren haben die ihre Server dann doch nicht mehr weiter betrieben. Verlassen zum Eingang. Ich probiere das mal. Mal schauen, wo wir da rauskommen. Hier kommen wir raus. Und dann, glaube ich, können wir den nächsten... Da brauchen wir 3 Schlüssel. Da brauchen wir einen Schlüssel. 5 Schlüssel. Okay, diese Parks haben wir. Das ist das Wunderland. Da kommen wir jetzt noch nicht rein. Aber wo wir reinkommen, ist der Halloween Park. Der Halloween Park. Na gut, gehen wir da mal rein. Und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, bin ich mal gespannt. Entweder starten wir jetzt mit dem Gold, was wir in dem anderen Park erwirtschaftet haben, oder wir starten, nö, wir starten ganz neu mit 50.000. Oh, warum auch nicht, ne? So, und machen wir uns mal einen ganz kurzen Überblick über die Größe unseres Parks. Das ist, gelinde gesagt, nicht viel. Doch, da ist viel. Aha. Okay. Gut. Überblick verloren. So, da sind wir. Ich habe mir überlegt, dass ich dieses Mal so versuche, ein bisschen mehr auf diese Wege zu achten, dass ich die auch alle richtig gleich baue. Wir haben hier gleich ein paar mehr Attraktionen, die wir von Anfang an bauen können. Okay. Und wir haben unheimliche Musik. Die nervt zum Glück kein bisschen. Die Terrorburg bauen wir jetzt dann als erstes, denke ich mal. Da muss ich jetzt nur echt mal überlegen. Also hier rechts haben wir nicht so viel Platz. Links haben wir viel Platz. Dann mache ich hier rechts die kleineren Attraktionen hin. Wir bauen erstmal wieder einen Weg. Das denke ich ist ganz okay so. Und wir bauen dann die Killerburg oder was war das jetzt? Hier mal hin. Das passt ganz gut. Das hätten wir hier und ach, das ist der Eingang. Na gut, okay, das kann ich jetzt eh nicht ändern. Dann machen wir hier wieder unsere klassischen Anschlüsse. Und natürlich brauchen wir auch was, um... Boah, ich weiß schon echt, dass die Musik mich hier nerven würde. Ich weiß es echt. Ich weiß es absolut. Oh mein Gott. Das wird eine Herausforderung. Passt hier irgendwas hin von dem Gerümpel, was ich noch bauen kann? Nee, nicht, oder? Wenn ich das drehe? Nee. Schade. Dann bauen wir hier tatsächlich Buden hin. Also die Trinkhalle, ne? Pennerglück und so. Auch das gibt es hier wieder. Und ein Hamburger Stand. So. Hätte ich vielleicht andersrum bauen sollen, oder? Naja, hier andererseits, hier kommen sie raus. Ja, da hätte ich andersrum bauen sollen. Gleich mal Fehler gemacht. Das machen wir so rum. Erst holt ihr euch Durst ab. Und dann bieten wir euch überteuerte Getränke an, ne? So wie immer. Inzwischen lassen wir Platz, dass auch noch eine Pommesbude gebaut werden kann, aber sonst noch was. Ein Eismann. Eismann macht auch bestimmt durstig. Kann ich mir vorstellen. Und dann brauchen wir natürlich unseren super Mülleimer. Mal schauen, wie die hier aussehen. Tada! Mülleimer. Was ist das denn? Ja, durchsichtig. Der Kürbis. Die sieht auch nicht so schlecht aus. Ja, also es haben sich schon echt was einfallen lassen bei den... ja, ich weiß, ich soll meinen Park aufmachen, aber das mache ich nicht. Oder? Sind hier Leute? Da sind schon Leute. Komm, auf. Tada! Reinspaziert, hereinspaziert! Hier darf kostenlos gekotzt werden. Kiefertriefe.
klingt irgendwie ekelhaft. Kiefertriefe. Auch hier machen wir den Kollegen in diese Reihe. Ist das richtig? Ja, ist das parallel? Ja, es ist parallel so. Und dann auch hier eins. Ach, hier kann ich nur ein bisschen kürzer machen. Das passt schon. Das verlängern wir noch kurz. Und zack. Und zack. Dann haben wir... Das sieht ja hübsch aus. Das sollte überhaupt nicht so sein. Entfernen. Entfernen. So. Und das. So. Jetzt passt's. Die Steuerung. Ich liebe sie immer wieder. Wir brauchen natürlich Personal. Als erstes ein Wische. Hier ist wieder der Alex Galubovic hier. Den hatte ich doch letztes Mal auch zuerst eingestellt, wenn ich das nicht... Wenn ich mich da richtig erinnere, dann passt das. Und dann schauen wir mal noch weitere Attraktionen. Das Killerinsekt. Das Killerinsekt. Ist das schlank genug, um... Nein. Natürlich nicht. Dann machen wir das jetzt hier nämlich mal so, dass ich hier zwischendrin, also hier bauen wir dann den Weg hoch am Rand. Und dann wäre hier wieder Platz für eine Attraktion. Und die bauen wir jetzt mal so ein bisschen. 3, 1, 2, 3, Anschluss. Und hier raus. So, das hätten wir dann da. Und dann haben wir noch den Chaos-Kürbis. Ja, hier ist jetzt das erste Mal dann, dass der Anschluss nach hinten geht. Mache ich das jetzt schon? Nee, das mache ich noch nicht. Da machen wir es dann so, würde ich sagen. Ja, das machen wir so. Und dann zack, 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 zack. Und hier raus. So, dann hätten wir jetzt, glaube ich, schon fast alles gebaut, bis auf dieses hier. Und da ich eine... Huch, ist ja putzig. Da ich eine goldene Eintrittskarte habe, werde ich das auch gleich bauen. Und ich bin echt gespannt, was da jetzt rauskommt. Das ist ja putzig. Das ist ja mini. So, haben wir hier gleich den Anschluss. Und hier den Anschluss. Und dann können wir hier nochmal schauen. Boah, das kostet alles richtig Asche. Hier ein Wahrsager bauen wir. Ein Wahrsager bauen wir hier hin. Und ein Riesenpuzzle bauen wir. Wo bauen wir das Riesenpuzzle hin? Bauen wir das hier hin? Das bauen wir hier hin. So, jetzt bräuchte man nur noch ein paar Leute, ne? 15.000 ungefähr haben wir an Geld verloren. Das klingt erstmal nach viel Kohle, aber jetzt mal schauen, was da wieder reinkommt. Die Eintrittspreise lasse ich erstmal nach wie vor niedrig. Und jetzt haben wir Putzer eingestellt. Jetzt brauchen wir natürlich... Natürlich brauchen wir noch unsere Professoren. Kann das sein, dass die hier alle teurer sind als im... Huch. Und... So, dann machen wir die Professoren hier mal, gibt man denen mal einen kleinen Bereich zum Erforschen. Und ein bisschen brauchen wir auch noch hier an Techniken. Was schauen wir da? Den Heinwerker. Heinwerker ist doch ein super Name, den stellen wir auf. Und auch der kriegt sein, das ist wieder so ein Moppelchen. Ich bin ja mal gespannt, was das gibt. Jo. Und zu guter Letzt, nehmen wir einen Clown, wir nehmen auch einen Clown. Burgberg, Kerling, Bierfort. Auch Bierfort ist gerade weg. Na, da muss in die Trinkhalle. Pierre Hinze. Eine Fledermaus. Warum auch nicht? Der kriegt mal hier vorne den Bereich. So. Kann er die Leute ein wenig bespaßen. Und zu guter Letzt den Wachmann. Ärgerim. Bürgün Ärgerim. Also den Namen habe ich mir nicht einfallen lassen. Das war der Hersteller. Ich bin da unschuldig. Bürgün Ärgerim. Kommst du nicht rein? Du kommst hier nicht rein, habe ich jetzt eingestellt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Gesicht Arsch, Hose Arsch, alles Arsch, kommst du nicht rein.
Ja, also meine Besucher sind schon zahlreich. Wahrscheinlich bin ich jetzt wieder zu billig. Nein. Bin ich zu billig? Meine Eintrittspreise ist sehr billig. Zugegeben, das sind sie auch wirklich. Gut. Eieiei, hier ist ja eine ganze Schar. Perfekt. So, und dann schauen wir uns kurz die Forschung an. Wir forschen auf neue Attraktionen. Ja, das tun wir am besten. Und hier, also... Ne? Du darfst ruhig ein bisschen was leisten für das Geld. Und ich denke... Ich gönne mir diesmal gleich eine Nummer 2. Auch hier... Ein schönes Einzugsgebiet. So. Und dann bin ich doch mal gespannt, wann die ersten Attraktionen kommen. Jetzt können wir hier mal ein bisschen an den... Preisen... Falschen... Das ist unprofitabel. Ich will das mal. Will mal, dass wir da viele Gewinne haben. Das mit dem Wert allerdings sehr niedrig halten. So. Das müsste eigentlich funktionieren. Vielleicht so. Und hier würde ich das ähnlich machen. Da machen wir mal viele Gewinne. Und aber auf einem höheren Niveau mal. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwie hoch andersrum. So. Und da gehen wir mal so ein bisschen runter. So. Bin ich doch mal sehr gespannt. Hier, das ist der Blindflug. Okay. Da waren schon sehr viele Leute drin. Was ist denn da? Was passiert denn da? Schauen wir uns... Ach so, das ist hier quasi... Nun ja, also vom Prinzip her... lassen sie sich jetzt auch nicht so viel Neues einfallen. Das eine beim anderen Park war dann halt ein Dinosaurier. Und hier ist es eine Art Heißluftballon oder was auch immer. Ein Zeppelin. Mit komischen Geräuschen und... Hackfresse. Gut, schauen wir mal weiter. Attraktion. Achso, ich habe ja noch gar nichts dekoriert, gell? Dekorieren müssen wir ja auch. Baumstumpf. Baumstumpf ist immer wichtig. Und der Stein der Weisen, der muss später auch wieder gesetzt werden. Baumstumpf. So, einmal Baumstumpf 4. Und... hallo? So, und... Eine goldene Eintritts... Oh Gott, und wieder 1000 Nachrichten. Dann schauen wir uns erst die Nachrichten an, bevor die wieder verschwinden. Besucher finden billig. Ja, super. Eine Eintrittskarte. Herzlichen Glückwunsch. Weil du 100 Besucher in deinen Park gelockt hast. Und... Irgend so ein Ferkel verdreckt deinen Park. Nicht genug Putzer. Oh, einen Personalraum brauche ich noch. Den habe ich da... Gerade habe ich noch drüber geredet. Ne? Und schon... Ja... Schon ist es vergessen. Hier hinten ist Platz für einen Besuch, Personalraum. Tack, tack, tack. So, machen wir den ganz in die Ecke. Komm, den machen wir ganz in die Ecke. Die werden in die hinterste Ecke abgeschoben. Das muss reichen. So, und hier wollte ich jetzt noch einen weiteren Baumstumpf. So. Und hier können wir ein bisschen was dekorieren. Da haben wir... einen Grabstein. Ja, warum auch nicht? Grabstein machen wir auch nach unserer Achterbahn am besten welche hin. Weil wir mit dem Bau fertig sind. Ja, schön, ein paar Grabsteine. Perfekt. Und was haben wir noch? Eine Toilette. Ups, da war doch was, ne? Da war doch was mit der Toilette. Ja, die wollen auch schon welche. Dann mache ich doch hier mal welche hin. Und, ich habe echt die Toilette vergessen. Als Sarg, auch cool. Sehr cool. Die Sarg-Toilette. Hat die mittlerweile einen Pott drin? Nö. Natürlich nicht. Naja. So. Dann haben wir unsere Grundausstattung, denke ich, soweit fertig. Und das nächste Mal bauen wir diesen Park dann aus. Diesen Park des Grauens. Oh mein Gott.
Also vor der Musik habe ich irgendwie Schiss. Die wird mich in den Wahnsinn treiben. In den brutalsten Wahnsinn. Und wie das dann aussieht, werdet ihr sehen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und bis dann. Bis dann, bis dahin. Und habe ich schon bis dahin gesagt? Ich habe, glaube ich, vergessen, bis dann zu sagen. Also auf jeden Fall bis dann, ne? Macht's gut. Tschüss.